Hallo, heute Teil 4 der Reihe Der Duft unserer Väter und Großväter. Eigentlich sollten es gar nicht so viele Teile werden, aber beim Recherchieren und beim Kaufen sind mir doch immer noch mehr Rasierwasser und Düfte in die Hände gefallen, die ich kenne und die ich früher schon benutzt habe. Es ist also wesentlich mehr geworden, als ich dachte. Jetzt komme ich zu einem, da muss ich gestehen, das hatte ich früher nicht gekannt. Ist aber auch ein sehr altes Rezept und ein altes Rasierwasser. Das habe ich beim Suchen anderer Produkte gefunden. Das ist das Pinot. Pinaut schreibt man es. Pinaut Clubman Mask. Sieht so aus. Habe ich gesagt, wow, rosa, rot und diese Flasche. Ich habe gedacht, es ist eine Glasflasche, ist aber tatsächlich eine Kunststoffflasche. Das ist ein US-Rasierwasser der 50er Jahre. Mit einem milden Moschusduft, heißt es, süßlich, pudrig, herb und seifig. Aber der Geruch, ich muss euch sagen, schade, ihr könnt es ja nicht riechen, ist ziemlich extrem, finde ich. Es ist ein sogenanntes Aftershave Cologne, also sowas, so ein Zwitter zwischen Eau de Cologne und Rasierwasser. Es hat ein bisschen diesen Geruch, das auch das Alt Innsbruck hat. Es hält ziemlich lang an, der Duft, wenn man sich drauf tut. Auf der Haut ist es angenehm nach der Rasur. Aber es wird ein Duft sein, der die Gesellschaft spaltet, sage ich mal so. Also sehr eigen. Dann ein Klassiker, ein weiterer Klassiker, ist Brut. Ist ein französischer Duft ursprünglich und Brut Original habe ich gekauft. Es gibt aber noch das alte Brut, das ich mal vor 35, 40 Jahren hatte. Das hatte eine andere Flasche. Das ist das Brut Original. Ich hatte früher mal eins, das war in einer sehr schlanken Flasche, wie so eine Tabasco-Flasche hat das ausgeschaut von der Form. Das gibt es aber auch, gibt's auch noch. Für die Brutreihe hat früher Kevin Keegan, der englische Fußballer, der für den HSV gespielt hat, in den 70er Jahren Werbung gemacht. Da gab es eine große Werbekampagne. Ich habe es heute aufgetragen nach der Rasur, noch keine Pustel bekommen. Riecht eigentlich sehr gut, angenehm. Auch ein bisschen Moschus mit drin. Ein typischer 70er Jahre Duft mit Wiedererkennungswert. Wie ich es heute aufgetragen habe, nach 30 Jahren, habe ich sofort einen Geruchsflashback gehabt. Ist recht preisgünstig, so 7,99 die Flasche. Kann man sich wahrscheinlich 2 Jahre einschmieren damit. Also keine teure Geschichte. Das Pinot, das war teurer, das kostet so 15,99 die Flasche. Klar, kommt aus USA, muss ja auch gezahlt werden. Und die Nummer 3 ist was ganz Spezielles. Das ist ein Rasierwasser, das der Vater eines Freundes von mir verwendet hat. Das haben wir natürlich dann auch ab und zu mal drauf geschmiert, wenn es rumgestanden ist im Badezimmer. Das habe ich mir, hier habe ich noch einen Rest, dieses Rasierwasser. Das habe ich mir vor sage und schreibe 36 Jahren gekauft. So um 1980 rum. Und ich habe immer noch einen Rest drin, ich habe das nie ganz verbraucht, weil es gibt es nicht mehr. Es wird nicht mehr hergestellt. Es ist von Max Factor. Leider ist an dem Flakon hier das Regimentswappen und die Kette abgefallen im Laufe der 35, 36 Jahre. Es ist von Max Factor und nennt sich Royal Regiment. Ich habe jetzt auf eBay eine volle Flasche bekommen, eine kleinere. Das sind 75 Milliliter. Wenn ich mich nicht täusche, 60 Milliliter sind es. Und die werden normalerweise extrem gehandelt, weil es schon so ein Sammlerstück ist. Wird also nicht mehr hergestellt. Dieses Royal Regiment ist auf den Markt gekommen 1969. Hat einen Leder-Zitrusduft, wobei ich eigentlich nur immer diese Zitrusnote bemerkt habe. Das ist also die Flasche, die ich ersteigert habe. Die hat oben noch einen Verschluss, Kunststoffverschluss drin. So ein Stopsel, den habe ich rausgezogen, habe dran gerochen. Der Geruch ist noch einmal frei von diesem original verschlossenen Rasierwasser Royal Regiment. Wobei dieser hier
ausgeraucht ist. Der schmeckt nicht ranzig, aber man merkt, dass einfach seine Geruchsintensität verloren hat in der fast leeren Flasche. Übrigens, diese Flakons, auch leer, wenn dieses Wappen noch drauf ist, da werden so 20, 25 Euro dafür bezahlt. Die werden sogar leer auf Amazon gehandelt. Sensation. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas zu bekommen, durch Zufall, schlag zu. Es ist mein Favorit. Gut, das war's. Teil 4. Das eine oder andere habe ich noch gesehen, das man noch kaufen könnte. Ich muss mal überlegen, ob ich das mache, weil mittlerweile habe ich eine riesige Sammlung, die kann ich in meinem Leben nicht mehr verbrauchen eigentlich. Aber the variety is the spice of life, wie es heißt. Ich werde das nacheinander durcheinander benutzen. Das Einzige, was ich noch machen werde, ich werde die ganzen Flaschen zusammenpacken, werde es mal mitnehmen und werde mal so eine Art Aftershave-Verkostung machen mit einer Liste. Und dann schauen wir mal, wer da die Nummer 1 wird. Ich habe da einige Leute, die ich befragen kann. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Gut, das war's. Schönen Tag wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.